Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich hier zurück von der Highland-Karte. Wir haben heute Folgendes vor. Wir sind hier immer noch am Machen und Tun hier vorne in Scottsgrove, hier vorne bei dem Güterbahnhof, an dem hier schon ordentlich Zeugs rumliegt. Also es scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Und die Mainline bekommt auch hier was. Also schon mal gar nicht mal so schlecht. Ja. Das hier läuft aber irgendwie nicht an. Weiß ich nicht so genau warum. Also hier das mit der Mod. Der hat schon die richtigen Wagen, oder? Moment, ich kann mal ganz kurz das Fahrzeug verwalten. Cargo. Stein. Doch, hier, die hier. Also, daran kann es nicht liegen. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Vielleicht. Ja, mal sehen. Mal sehen. Ja, was machen wir? Wir haben hier vorne einen Personenbahnhof und es wäre doch mal eine nette Strecke, hier vorne diese Stadt hier zu verbinden mit Scottsgrove bis hier hoch. Hier fehlt noch ein Bahnhof. Aber das könnte man mal erledigen. Dann hätten wir praktisch eine zweite Personenzuglinie. Und ich würde sagen, das machen wir. So, hier brauchen wir einen, glaube ich, eher insgesamt kleineren Bahnhof. Ja, die sind alle schon recht üppig groß, ne? Ja, nehmen wir den. Dreigleisig. Oh, Fehler. Habe ich da irgendwas nicht geladen? Nee. Der ist ein bisschen zu groß. Nehmen wir den. 320. Platform Connector, Overpass, Main Building, Mittel. Gleistyp passt. Oberleitung, jo. Und ich würde sagen, du kommst dann mal, nimm die Straße weg. Und dann kommst du einfach mal hier hin. Ja, genau. Und dann nehmen wir uns mal Gleise. Nehmen uns jetzt mal die schnellen. Und dann würde ich sagen, einmal hier so praktisch durchs Tal durch. Dafür nehmen wir mal hier 1, 2 und du kommst dann noch rein. Genau. Dann die Straße einmal weg. So. Und so. Straße wieder zurück. So, die hier war's. Das sieht aber doof aus mit der neuen Straße und dann aber mit den neuen Gleisen und dann aber einen Feldweg. So. Die Straße gibt es auch noch zurück. Oh, hier gibt es eine Ansage. Aha, interessant. Ich würde sagen, die 160 sollten wir vielleicht schon haben. So. Und dann einmal hier praktisch einmal gerade durchs Tal durch. Dann müssen wir hier einmal praktisch die Alpen unterqueren, um dann hier in den Bahnhof reinzukommen. Also einmal hier so leicht in die Kurve.
Ja, und jetzt einmal drunter her. Ja, das funktioniert sogar. Wo sind wir hier? Rechtes Gleis, passt das? Rechtes Gleis. Tunnelportal. Einmal bitte was Massives. Passt das mit dem Portal hier? Ja. Oh, so aber nicht mehr. Moment, das war jetzt, glaube ich, das Gleis, ne? Noch ein bisschen zurückstutzen. Und dann wird hier auch noch aufgeschüttelt. Aufgeschüttet, nicht aufgeschüttelt. Nee. So, das. Ich mache mal Folgendes, hier mal so ein kleines bisschen Straße. Und dann nur den Teil weg. Straße weg. Und jetzt hier das Tunnelportal. Nehmen wir das. So, und jetzt müsste das mit dem zweiten klappen. Ja. Mal 16 Millionen. Hier fehlt noch eine Weiche. Ups, das Signal wollte ich da jetzt nicht hinpacken. Na. Einmal da rein. Und jetzt Signale. Nehmen wir mal HL-Signale. Und zack. Einmal da rein. Das ist eine richtige Schnellfahrstrecke hier. Hier könnten wir tatsächlich ein, also nicht ein ICE oder sowas lang brausen lassen. Der wird hier recht zufrieden sein. So. Und dann sind wir hier im Bahnhof. Oder? Und dann müssen wir wieder hier mal raus. Ich würde sagen, ja, also ich glaube, die Straße muss jetzt erstmal weg. Vorbei. Ja, Hauptverbindung, bla bla. Und einmal in die Richtung. Und das Gleis darf dann da auch rein. Und hier noch eine Weiche. Hier die Doppelkreuzungsweiche aktivieren. Und dann gehen wir dem mal die Straße zurück. Wie wäre es mit einer Brücke? Das könnte man noch, glaube ich, machen. Und zwar einmal so. Nee, hoch. Aber keine Einbahnstraße. So.
Und warum gehst du aufwärts? Bleib gerade. Okay, die Brücken scheinen irgendwie ein bisschen kaputt zu sein. Ich nehme die, noch ein bisschen länger ziehen. Ja, jetzt haben wir Pfeiler. Sehr gut. Und dann einmal hier runter zwirbeln. Und da rein. So. Was ist denn? Achso, ach, der Anschluss ist immer noch nicht vollständig. Und dann würde ich sagen, ein Pfeilerkollision. In die Richtung. Ich nehme die Straße mal weg. Und da rein. Aufschütten. Ja, das passt so. Und dann, okay. Wie machen wir das denn? Wir könnten entweder hier in die Gleise rein. Eigentlich wäre es sinnvoll, hier in die Gleise rein. Dann sind wir aber eigentlich auf der falschen Richtung rausgefahren. Aber ich würde da ungern wenden, ehrlicherweise. Dann fahren wir jetzt sinnfreierweise ein bisschen zurück. Und wir fahren halt praktisch hier so gerade hoch. Einmal da rein. So. Und zack. Und hier gehen wir mit einer Brücke drüber. Ja, gefällt mir. Perfekt. Gekauft. So, und zack. Hier runter. Das einmal bitte aufschütten. Jetzt sind wir zu weit unten, ne? So, wie passt das von der Weiche her? Das sieht gut aus. Ja, ja. Jetzt habe ich. Du hast keinen Weg, oder was? Stell dich mal nicht so an. Was ist? Achso, du wartest, bis der da jetzt rausfährt. Jetzt ist etwas im Argen. Du fährst zurück. Okay, dann nimm halt nicht die Weiche an. Achso, ja, ist ja auch klar. Ist ja auch falsche Richtung. So. Ja, jetzt passt. Okay. Und
Gleis Nummer 2. So, ein kleines Autosave. Und einmal da rein. Dann passt das soweit. Ich würde sagen, das Signal kommt weg und kommt stattdessen hier hin. Die sind jetzt falsch. So, das passt schon besser. Und einmal hier hin. Hier stelle ich kein Signal hin. So, zack, zack. Dahin. Dahin. Und hier hin. So. Jetzt sind wir in den Gleisen. Jetzt stellt sich noch die Frage, wohin mit dem Bahnhof. Da würde ich sagen, da bauen wir jetzt einfach mal das hier aus, was wir hier haben, ne? Dementsprechend kommt jetzt hier erstmal noch ein Gleis hin. Noch für einen zweiten Güterzug schon mal reservieren. Jetzt können wir noch ein Gleis hinpacken. Und dann kommt jetzt eine Passagierplattform. Kriegen wir noch ein Passagiergebäude hin. Du hier? Passt du hier rein? Nee, etwas kleiner. Was mit dir? Ja. Hervorragend. Dann würde ich sagen, einmal ganz kurz auf Pause gestellt. Dann hier nochmal mit dem Bagger ran. Einmal so. Dann hier rein. Hier können wir eine Weiche machen. Können wir nicht machen. Aber hier können wir eine machen. Doppelkreuzungsweiche aktivieren. Und einmal die Weiche in die andere Richtung. Und ein Signal. Genau, jetzt können wir wieder auf Play stellen. Jetzt haben wir nämlich hier auch einen Zugang. Und dann können wir starten wir hier vorne. Von hier nach hier. Nach hier und hier. Jawohl, das funktioniert auch soweit zweigleisig alles, auch hier im Tunnel nicht. Das ist natürlich nicht so gut. Warum fährst du auf der Rückfahrt hier in Scottsgrove nicht da rein? Ja, das ist schon besser. Jetzt haben wir alles zweigleisig, dann bist du RE. Wilton. Scottsgrove. Lil B. So. Super RE-Name, ne? Haben wir irgendwo ein Depot? Haben wir nicht. Also keins, womit wir in die Gleise reinkommen können. Dann würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch, liebe Stadt. Du hast dir ein Depot verdient. So.
Dann einmal Gebäude, Depot. Nehmen wir dich. So, zack. Und dann einmal die Straße wieder zurück. So. Und dann nehmen wir. Was nehmen wir denn? Vielleicht mal einen Triebwagen. Eine 420 hätte ich gerne. In Verkehrsrot. Nein, Verkehrsrot ist lame. Kaminrot. Huch, nee, ich wollte nur eine haben. Erstmal. Was ist? Konnten nicht alle Haltestellen vermuten werden. Wo, also fehlt vermutlich irgendwo Strom. Werkzeuge. Also hier im Depot ist Strom. Hier auch überall. Hier ebenso. Hier nicht. Okay. Das funktioniert nicht. So, jetzt haben wir ein paar Strom. Also einmal wieder zurück. Wohin? Dahin. Machen wir vielleicht noch hier eine Busverbindung hin, oder? Bevor wir das jetzt vergessen. Also bevor ich das jetzt vergesse. Sagen, hier kommt noch eine Straße hin. Und da noch hin. Und da noch. Und hier noch. So, helfen wir schon mal der Stadt ein bisschen. Und dann einmal Gebäude. Nehmen wir die hier. Einmal dahin. Einmal dahin und dahin. So, zack. Ja, das passt, glaube ich. Bus. Wilton. Und ein Busdepot. Das ist ein Tramdepot, schade. Dann nehmen wir das hier. Und so ein bisschen hier außerhalb der Stadt. Vielleicht hier vorne, dann fahren wir noch mit dem Zug dran vorbei. So, und dann nehmen wir mal einmal, zweimal. So, dann haben wir hier die Busse und hier in Scotts Grove haben wir Busse, genau. Aber hier noch nicht. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch mal noch. Vielleicht
Vielleicht irgendwo eine Wendeschlaufe hin? Ja, so hier hinten hin. So, und dann nehmen wir die Haltestellen hier. Einmal beim Bahnhof. Dahin. 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 Und dorthin. So. Also wir fahren jetzt praktisch in der 8, figurativ gesprochen. So, und hier vorne kommt dann auch noch ein Depot hin. So, zack, einmal hier und dann würde ich sagen, hier hinten ist ein guter Ort. Hier, der spricht mich an und der hier. Na, wobei nehmen wir den in grün. Dann hat das was halbwegs Einheitliches. So, und zack. Wir lassen das Spiel laufen. Dann würde ich sagen, fahren wir jetzt einfach mal mit, oder? Können wir doch mal machen. Wo sind wir? Da. Ja, 24. Jetzt kommen wir warten, bis die im TSB ist. Herrlich. Da kommt unser Bus gerade raus. Einmal vorbei an den Depots. Bahnübergang-Signal zeigt Fahrt. Oh, schön, oder? Hier so. Aber so nicht die Berge. So eine Strecke hätte ich gerne im TSW. Wo rechts und links um einen herum wirklich die 2000 Meter hohen, okay, 2000 vielleicht nicht, aber 1500 Meter hohen Berge sind. Und man praktisch ein Tal da so einmal durchbrettert. Könnte man dann machen, ne? Vor Max ist 120. Obwohl manchmal auf der Strecke. Wie gesagt, hier könnte auch, glaube ich, gut und gerne ein PC noch langfahren. Vielleicht macht er das auch noch irgendwann. Wir spielen ja eigentlich nicht wirtschaftlich. Ich hätte schon mehr Züge nehmen können. Aber ich dachte, wir kommen für den Beginn. Gucken wir erstmal, dass die Linie anläuft und mehr Züge drauf packen können wir immer noch. Und das wäre halt schon irgendwie ganz cool, mal zwischendurch auch ein bisschen Plus zu machen. Wir haben ein paar Linien, die machen Minus, die werden auch definitiv Minus machen, weil sie nicht funktionieren. Aber mal zwischendurch ein bisschen Plus machen. Warum nicht? So, wenn wir jetzt gleich einen Tunnel sind, können wir eigentlich in die Fahrgastansicht wechseln. Wobei, das Tunnelportal nehmen wir noch mit. Ja, das hat doch was, oder? Kann man hier so rein? Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach hinten. Und runter. Auch nicht schlecht. Also das sieht auch zum Beispiel auch geachtet wurde, dass die Sitzpolstertexturen entsprechend angepasst sind. Guck mal, hier ist sogar das Fenster offen. Und mit dem Führerstand. Steigt jemand ein? Das wäre natürlich jetzt schon recht cool, aber. Ah, doch, guck mal. Unsere erste Fahrgäste. Hier noch jemand.
Eieiei, also die Linie wird richtig gut genutzt, ne? Zwei Fahrgäste, sehr gut. So, das Formsignal springt gerade um, hervorragend. Für unsere neue Brücke. Okay, der Bahnübergang ist ein bisschen holprig. Ich guck mal, dass ich das noch im Off verbessere. Und einmal über den Güterbahnhof drüber. Signal zeigt, dass wir fahren dürfen. Okay, aber hier müssen wir warten. Fahren wir es auch wie? Können wir gucken. Da vorne auf den vermutlich. Fertig. Jetzt müssen wir allerdings auch noch warten, bis der andere da weg ist. Ich weiß nicht, ob der durchfährt oder jetzt endet. Ich hoffe, er fährt durch. Ich glaube, er fährt durch. Oder? Ich könnte mal hier aber die Drohne hochfahren lassen. Okay, der steht da noch. Die Frage ist nicht, dass jetzt von der anderen Richtung wieder schon der nächste Zug kommt und wir jetzt Ewigkeiten hier warten müssen. Und wenn das so ist, wäre es vielleicht sinnvoll, eine Umfahrung zu machen. Na, wobei, der steht da hinten noch im Bahnhof. Ich glaube, wir dürfen fahren, sobald der hier an der Weiche vorbei ist. Mal wieder runter. Ja.
Da hinten habe ich noch ein paar Windkapseln bestellt. Und einmal in den Bahnhof rein. Ach, schau an, guck mal, wie viele hier stehen. Seht ihr das? Das gefällt mir. Schauen wir mal, wie die hier noch einsteigen. Hey, 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 guck mal an. Der ist voll. Der ist voll. Perfekt. Gut. Damit verabschiede ich mich. Macht es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.